Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dem Kanal Mathe mit Beweis. In diesem Video zeige ich euch einen ziemlich wichtigen Satz über metrische Räume, und zwar die Vervollständigung. Also der Satz, den wir zeigen, lautet folgendermaßen: Sei X ein metrischer Raum, es existiert eine Isometrie auf einen dichten Teilraum eines vollständigen metrischen Raumes. Ich erinnere noch mal kurz, Isometrie heißt, dass die Abstände erhalten bleiben und ein metrischer Raum ist vollständig, wenn darin jede Cauchy-Folge gegen ein Element aus diesem Raum konvergiert. Okay, das ist die Aussage von dem Satz. Schauen wir uns mal den Beweis an. Also zunächst mal, wir haben unseren Raum X und da betrachten wir jetzt den Raum aller Cauchy-Folgen von Elementen aus X. Und diesen Raum der Cauchy-Folgen nennen wir CFX. Und dann betten wir unseren Raum X in diesen Raum der Cauchy-Folgen ein. Und zwar machen wir das so, dass wir jedem Element klein x aus groß X die konstante Folge x zuordnen. Also die hat in jedem Folgenglied immer x stehen. Also x, x, x und so weiter. Und das machen wir für jedes Element von groß X, und so haben wir also groß X in diesem Folgenraum, in diesem Cauchy-Folgenraum CFX abgebildet. Das ist klar, ne, dass das eine Cauchy-Folge ist, diese konstante Folge. Und jetzt definieren wir uns eine Metrik auf dem Cauchy-Folgenraum. Also nehmen wir mal zwei Cauchy-Folgen. Hier ist eine und hier ist eine andere. Und der Abstand davon ist nach Definition, also das definieren wir uns jetzt, Limes n gegen unendlich d xn yn. Das heißt, dieses d hier, das ist die Metrik in unserem Raum x. Vielleicht nennen wir die mal d1 und die andere d2, damit wir die auch beiden auseinanderhalten können. Also diese Metrik d1 spielt im Raum x und diese neu definierte Metrik d2, die ist auf dem Folgenraum CFX definiert. Und jetzt führen wir eine Äquivalenzrelation auf CFX ein. Und zwar sagen wir, zwei Folgen von, also zwei Elemente von CFX sollen äquivalent sein, wenn dieser neu definierte Abstand d2 0 ist. Und den Folgenraum CFX modulo dieser Äquivalenzrelation, die nennen wir CFX-Schlange. So. Und jetzt schauen wir uns die Geschichte mal an und sehen gleich, dass CFX-Schlange vollständig ist. Denn angenommen, wir haben eine Cauchy-Folge in unserem Raum X. Dann gehört dazu in unserem Raum CFX-Schlange ja eine Folge von Äquivalenzklassen von konstanten Folgen. Und diese Folge von Äquivalenzklassen konvergiert gegen die Äquivalenzklasse unserer ursprünglichen Cauchy-Folge. Und das ist ein Element aus CFX. Und damit ist CFX vollständig. Ja,
Damit sind wir also fertig mit der Konstruktion dieses vollständigen metrischen Raumes und sehen auch sofort, dass das Bild von x darin natürlich dicht liegt. Und jetzt müssten wir uns eigentlich noch überzeugen, dass das auch wirklich eine Isometrie ist. Das ist aber eigentlich auch klar, denn angenommen, ihr habt zwei Punkte, naja, malen wir es uns mal eben hin, A, B, und ihr habt in x einen Abstand d zwischen A, B, dann wollt ihr ja jetzt sehen, dass der Abstand der Bilder von A und B in CFX derselbe ist. Aber das ist ja der Abstand der Äquivalenzklassen der konstanten Folgen A und B. Und dieser Abstand ist seinerseits definiert über diesen Grenzwert n gegen unendlich und dann wieder die normale Metrik auf x. Und da wir aber konstante Folgen haben, können wir den Grenzwert unter den Tisch fallen lassen. Wir gucken uns also wieder nur den Abstand von Folgegliedern an. Das sind alles die gleichen Folgeglieder. Und das ist immer dieser Abstand zwischen unseren Elementen d, a und b. Und ja, damit haben wir die Isometrie auch in der Tasche und sind fertig mit dem Beweis. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wenn ja, Daumen nach oben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.